Ich habe gelernt, dass wenn das Leben hart, schmerzhaft und verletzend ist, es nicht so wichtig ist, jemanden zu haben, der weise oder reich oder berühmt oder schön oder attraktiv ist. Was wichtig ist, ist jemanden zu haben, der dich so sehr liebt. Es ist also jenes Wochenende, das von allen anderen Wochenenden getrennt ist. Jenes Wochenende, das durch Tausende und Abertausende von Jahren prophetischer Äußerungen vorbereitet wurde. Ein katastrophales, dynamisches, explosives, intensives Wochenende, so kraftvoll, dass es die Richtung nicht nur der Schriften selbst, sondern auch, wie wir Gott sehen, verändern würde. Dieses Wochenende war von den alten Propheten vorhergesagt worden. Es wurde in verschiedenen Schatten und Richtungen gesehen worden. Es war in den Schatten des Alten Testaments gesehen worden, die uns auf das Wochenende des absoluten Terrors und Schreckens vorbereiten. Ich spreche von dem Wochenende, an dem Christus gekreuzigt wurde. Ich spreche von der Brutalität und dem Missbrauch eines Mannes, der die Sünden der Welt auf sich nahm. Und ich bin mir nicht sicher, ob es die Nägel des Kreuzes oder die Schläge auf seinen Rücken oder die Dornenkrone auf seinem Kopf waren, die so sehr schmerzten wie der Verrat seiner Jünger, die Entfremdung von seinen Freunden. Oder vielleicht war es das Fehlen der Gunst seines Vaters oder die Qual und die Schande, vor der Welt nackt ausgezogen zu werden und vor einer Menge von Zuschauern ausbluten zu müssen und sogar denen, die ihn anfeuerten. Aber was ich an der Geschichte liebe, ist, dass er am dritten Tag nicht nur auferstanden ist, sondern dass ich von den Frauen abgelenkt werde, die früh am Morgen aufwachten und beschlossen, zum Grab zu gehen, um einen Jesus treu zu sein, von dem sie dachten, dass er tot sei. Das ist eine Bundbeziehung. Denn jeder kann dir treu sein, wenn du auf dem Wasser gehst und die Kranken heilst und die Toten auferweckst. Jeder kann dir treu sein, wenn du die Frau mit dem Blutfluss stoppst. Jeder kann dir treu sein, wenn du den blinden Bartimäus heilst. Aber jetzt ist er tot. Und Thomas ist auf der Flucht. Judas hat sich erhängt. Und die Jünger sind hinter verschlossenen Türen aus Angst vor den Juden eingesperrt, weil sie Angst haben, dass sie die Nächsten sein können. Und diese Art Angst war real, denn viele von ihnen würden für die Sache Christi gemartert werden. Und alle waren eingesperrt, außer diese Frauen. Diese Frauen waren einzigartige Frauen. Sie kamen nicht einmal aus der gleichen Gegend. Eine von ihnen hatte eine fragwürdige Vergangenheit und Jesus hatte ihr Leben verändert. Jeder von ihnen steht in der Gegenwart Jesu und liebt ihn aus einem anderen Grund. Es ist wie in der Kirche. Und wir alle hören und sagen Halleluja, aber wir meinen alle etwas anderes. Wir sagen Danke Jesus, aber wir danken ihm für etwas anderes. Wir hören dasselbe Lied, aber wir haben unterschiedliche Erinnerungen. Und es ist die Einzigartigkeit von dir. Es ist eine besondere Art, Gott zu lieben, die niemand so lieben kann wie du, weil niemand deine Geschichte hat. Diese Frauen standen früh am Morgen vor dem Morgengrauen auf und kamen zum Grab, weil sie ihn auch dann noch beschützen wollten. Sie wollten ihn beschützen. Sie wollten nicht, dass ihnen jemand in Verwesung riecht. Und mit Weihrauch in der einen Hand und Myrrhe in der anderen eilten sie zum Grab, um sicherzustellen, dass niemand, der vorbeiging, den Geruch seiner Verwesung wahrnehmen würde. Nur um zum Grab zu kommen und festzustellen, dass der Jesus, den sie so sehr liebten, dass sie ihm sogar im Tod treu waren, verschwunden war. Und sie waren die Ersten, die erfuhren, dass er von den Toten auferstanden war. Offenbarung wird aus Treue geboren. Du bist nicht wirklich mein Bundesbruder, bis du mich im Grab gesehen hast. Bis du mich bluten gesehen hast, solange du bei mir gestanden hast, als andere mich verlassen haben. Du bist nicht wirklich meine Schwester, bis du Blumen auf meinen Gestank gelegt hast, bis du meine Qual aromatisiert hast. Das ist das Zeichen des Bundes im Zermalmen. Und wir alle sehnen uns nach jemandem, der mit uns durchgeht, wenn wir nicht so gut riechen.
Also das nächste Mal, wenn du über dieses Wochenende liest, verstehe, dass ja, Jesus der Star ist. Er ist der Hauptdarsteller des ganzen Buches. Das ganze Buch hat uns auf seinen Eintritt in die Welt vorbereitet und die Engel standen in völliger Ehrfurcht und Erstaunen über sein Interesse an der menschlichen Form. Seine Herrlichkeit und Ehre strömten aus ihm heraus und er würde unter den Menschen wohnen. Das war absolut erstaunlich. Und dann so sehr ein Mensch zu sein, dass er wie ein Mensch sterben würde, obwohl er in seinem Inneren ein Gott war, war erstaunlich. Selbst die Apostel haben rückblickend Schwierigkeiten, das Ausmaß dessen, wer er war, zu artikulieren. Und obwohl er der Hauptdarsteller ist, vergiss nicht die Nebendarsteller. Denn diese drei Frauen, die vor dem Tau auf den Rosen aufstanden und ihre Güter sammelten und in die kalte, kühle Luft Jerusalems hinausgingen und anfingen, die Kopfsteinpflasterstraßen in Richtung Jesus zu gehen, taten es nicht für Ruhm oder Reichtum oder Anerkennung oder Titel oder Vergeltung in irgendeiner Art. Sie taten es einfach, weil sie ihn so sehr liebten. Und ich habe gelernt, dass wenn das Leben hart, schmerzhaft und verletzend ist, es nicht so wichtig ist, jemanden zu haben, der weise oder reich oder berühmt oder schön oder attraktiv ist. Was wichtig ist, ist jemanden zu haben, der dich so sehr liebt.